erst müssen wir die Testkammer mit Gladys durchstehen und jetzt sind wir hier irgendwo im Nirgendwo gelandet. Ach, du Heilige. Und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Danke. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Bitte. Okay. Thank you for your participation. Aha. Aperture Science Innovators. So hießen sie anscheinend noch früher. Und später wurden sie dann zu Laboratories oder was auch immer. Cave Johnson. Ja. Wie gesagt, sehr, sehr charismatisch und sympathisch. Elevator to surface. Oh ja. Oh ja. Ja. Ich frage mich ja, wie wir hier wegkommen. Ich höre etwas. 4000 Meter? Okay. Exit. So viel dazu. Ja, wie können wir denn jetzt hier abhauen? Frage ich mich. Geh nochmal hier hin. 1971. Es wäre auch zu einfach gewesen. Kann ich hier noch irgendwo ein Portal setzen? Hm. Moment. Also da drüben 1971. Also ganz so lange scheint das doch nicht her zu sein. Ich meine, wir haben ja am Anfang gelesen, als wir hier unten angekommen sind, dass seit den 50ern das Ganze hier eigentlich... Ja, oder ich weiß nicht, ob sich das darauf bezogen hat. Ich weiß nicht, ob diese ganze Station hier unten wirklich seit den 50ern lahmgelegt ist. Anscheinend ja nicht. Denn hier scheint ja 1971 irgendwas weiterzugehen. Nochmal nach unten kommen wir nicht. Okay, ich hoffe mal, wir kommen irgendwie da nach drüben. Hier haben wir schon mal keine Option. Und wie gesagt, hier wäre eigentlich ein Fahrstuhl, aber den werden wir wohl nicht verwenden können. Hm. Hier kann ich auch keins setzen. Hier drüben. Okay. Ja, weiter geht der Spaß anscheinend. Pump Station Beta. Wir waren eben noch in der Pump Station Alpha. Aha. Beta. Ja, da hinten ist unser Portal. Da können wir anscheinend schon mal weitergehen. Nein! Ja, das war ja eine großartige Aktion. Wie immer. Hier kommen wir nicht weiter. Wir sind immer noch ganz alleine. Grandios. Da oben irgendwie? Nee, hier. Ups. Ja, aber... Ich glaube, da drüben können wir ohne weiteres kein Portal setzen. Leider. Aber wir können... Moment. Wie mache ich denn das am besten? Ich muss ja erstmal nach oben. Um genug Schwung aufzubauen, nehme ich an. Und dann, ja, dann landen wir da drüben, genau. Ja, sieht gut aus. Aber ich brauche natürlich erstmal Schwung. Den ich irgendwie aufbauen muss. Ich gehe nochmal hier nach drüben. Hier rein. Okay. Ich kann eben von hier aus nicht das Portal setzen. Ansonsten könnte ich einfach hier runterspringen und den Schwung nutzen. Hoch. Okay. Ach so. Ja, aber das sollte doch kloppen, oder? Oder? Blau, orange, dann wieder blau. Ja, runter. Hoch. Ja. Es hat funktioniert.
Grandios. Ich freue mich. Okay, weitere Einrichtungen hier. Was haben wir hier? Pump Station Beta. Oh. Geld Pressure. Geld Pressure. Oh oh. Ist das wirklich so gut, was ich hier mache? Hm. Ich weiß ja nicht. Gucken wir mal. Also anscheinend läuft's, würde ich annehmen. Ach so. Exit. Okay. Beta. Kontrollraum. 1971 wieder. Ich weiß ja nicht. Oh, okay. Wir sind schon mal ein Stück weiter oben. Was ist denn... Ach, du Heilige. Also, ich meine, das ist ja an Opulenz nicht mehr zu überbieten. Seht euch das mal an. Also, ich meine, exorbitant reicht nicht mal hier als Ausdruck. Das ist riesig. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Ja, 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 ja. Du hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Oh, Half-Life-Anspielung, Black Mesa. Vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch ja. Gerne 60 Minuten Dollar. Entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Ja, tolle Sache. $60? Mensch. Also lohnt sich ja hier sein Leben aufs Spiel zu setzen für $60. Aber ich meine, wenn man die Inflation bedenkt, das kann ja schon einiges sein. Naja, in den 70ern, ich weiß nicht. $60, naja. Vielleicht etwas. Sehr wenig, aber etwas. Remember, alert your supervisors if you see. OSHA Inspector, Depth of Energy Inspector, GAU... Accountant, Undercover Police Officer, Nuclear Regulatory Commissioner, Female Coordinator, Ordinary Police Officer, Journalist, Public Works Inspector, Mine Inspector, ATF, FBI, US Marshal. Also wenn wir einen von denen sehen, sollen wir unseren Supervisor quasi informieren. Aha. Na, hey, gut zu wissen. Ja, und weiter. Dubidubidu. Oh. Aha. Eine Drucke. Ja. Schön und gut alles, aber was machen wir denn nun? 23. Da steht eine 426. Ups. Entschuldigung. Ich glaube, wir gehen nochmal nach draußen. Ich meine, hier ist ja niemand. So. Okay. Keep to the left. Do not litter, do not loiter, do not touch glass. Moving platform. Kontrollraum. Ja, hier kommen wir natürlich auch nicht weiter. Ist da oben der... Ja, da scheint es weiterzugehen. Ach ja, süße, süße Freiheit. Ah, okay. Aha, da würde ich hier oben landen. Also wahrscheinlich. Vielleicht. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Also um Geschwindigkeit aufzubauen. Hier schon mal nicht. Beta. Okay, dann gucken wir mal. Auch schon alles hier demoliert. Wenn wir da drüben landen würden. Ich meine, ich komme hier nicht irgendwie in den zweiten Stock, oder? Ups. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ich habe hier schon mal das Portal gesetzt. Präventiv. Hallo. Okay. Ja, wir sollen ja hier nichts anfassen, von dem her.
Ja, $60. Wie kommt man denn hier in den zweiten Stock? Was ist denn das? Komisch. Na schön. Hier drüben. Okay. Wenn ich das hier setze und hier durch. Ach ja. Okay. Ja, war doch einfacher als gedacht. Aperture. Ja, okay. Das leuchtet ein. Mhm. Hübsches Interieur mal wieder, aber... Was machen wir denn hier? Remember, if you see an orange jumpsuit, hit the red button. Aha. Die Tür scheint blockiert zu sein. Gibt es hier irgendwelche Hebel oder Computer, die wir bedienen können? Mhm. Aber hier könnten wir ja... Ach ja, das könnte funktionieren. Eventuell. Hierhin ein Portal? Ja. Könnte klappen. Sehen wir mal. Oh, oh. Nein! Verdammt nochmal. Okay. So viel dazu. Einmal hierhin. Einmal hier durch. Dann setzen wir das Portal wieder hier. In etwa. Ich hoffe mal. Ja, das sollte passen. Und dann einmal hier durch. Ja, sehr schön. Kontrollraum. Hallo. Du tötest doch gern. Könntest du, au, diesen Vogel für mich töten? Gladys, natürlich. Wer denn sonst? Warte, es tut mir leid. Bring ihn um und wir sind quitt. Ich bin auch nicht nachtragend. Mhm. Wer? Und sie ist genau hier. Genau hier ist sie gelandet. Oh, danke. Was war das? Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihr nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir ein Vogelnest absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Ja. Wir müssen also mit Gladys zusammenarbeiten. Wer hätte damit gerechnet? Also, ich meine, es war ja offensichtlich, dass wir wieder auf Gladys treffen. Ja. Mhm. Ach komm. Bäh. Eine Potato Gun also, aha. Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffel, noch ehe wir alle als Atompilz verkochen, die dieser kleine Idiot noch... Okay, danke dafür, Gladys. Ja, wir arbeiten also mit Gladys zusammen, dass es nochmal so weit kommt. Das sollte funktionieren. Wow, wow, wow. Anscheinend nicht ganz. Okay. Moment. Jetzt. Okay. Ja. Herzlich willkommen, würde ich sagen. Ne? Wir haben jetzt Gladys hier dabei. Wer es nicht wusste. Als Kartoffel an unserer Portal Gun. Natürlich. Ja, sieht aber schick aus, muss man schon sagen. Das neueste Modell. Ja, es geht weiter nach oben. Tja, da müssen wir wohl mit ihr zusammenarbeiten. Mit unserem, naja, Nemesis, mehr oder weniger. Ich meine, in gewisser Weise ist sie ja unser Erzfeind. Das Wiedersehen. Der Testbereich ist gleich da vorne.
Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier... Ach ja, Caroline. Hm. Thank you for keeping our enrichment sphere clean. Ach so. Ja, dann behalten wir mal die Kartoffel bei uns. Es ist sehr skurril. Nach oben. Okay. Und das Ding hier? Keine Ahnung. Wir können ja mal nach oben gehen. Und uns die Sache etwas genauer ansehen. Ups. Thank you for keeping our enrichment clean. Bla bla bla. Ah. Okay. Das hat ja soweit gut funktioniert. Das Knöpfchen hier. Können wir auf dem hier nicht hüpfen? Ach, wir werden schneller. Ah. Ich verstehe. Kann ich das hier einfach verteilen? Moment. Einmal hier nach oben. Dann das Portal hier unten und das andere hier drüben. Ja. Weiter, 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 weiter. Am besten die ganze Strecke hier. Dieses Gel hier macht uns also schneller. Ich verstehe. Mal wieder ein neues Element. Naja, oder allgemein eben dieses Gel. Ja, ich bin schon... Mir gefällt das schon sehr. Das hätte wahrscheinlich auch schon gereicht. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Okay, folgendermaßen... Aber wir müssen doch noch das hier aktivieren, oder? Oder können wir das auch später aktivieren? Oh Gott. Yay! Ja, scheint funktioniert zu haben. Okay. Wir gehen mal weiter. Gut. Aha. Ich sehe... Ich sehe. So, das Blaue lassen wir mal hier. Dann das Orangene hier unten. Start. Das wird wohl funktionieren, nehme ich an. Okay. Dann das Blaue hier. Moment. Ja. Ja, doch. Moment, das Blaue bleibt hier, also lege ich das Orange nochmal... Nee, bevor ich jetzt einen Fehler mache. An den Block kommen wir ohne weiteres also nicht ran. Ja, wir sind wieder hier. Okay. Von hier aus kann ich das aber noch nicht legen. Ups, da wären wir. Orange. Ein Portal hier und das andere Portal. Das blaue da unten. Aber wir müssen ja erstmal diese Maschinerie hier wieder aktivieren. Also muss ich nochmal hier lang. Ja, genau, hier lang. Und dann muss ich das blaue hier hinlegen. Hoffe ich. Ah, es hat anscheinend noch nicht ganz gereicht. Moment, ich gehe noch mal. Ich kann nämlich von hier aus noch ein weiteres Portal schießen, deswegen. Blau. Das hier hat ja noch nicht gereicht anscheinend. Hierhin, genau. Dann das blaue Portal nochmal hier oben schießen. Nochmal nach unten. Langsam komme ich dahinter.
man muss manchmal echt nachdenken. Es wird nämlich verwirrend. Dann das blaue Portal hier unten legen. Komm schon, komm schon, komm schon. Das scheint ja nicht zu reichen. Oder muss ich direkt... Ich muss ja aber nicht durchgeschleudert werden, oder? Ich glaube nicht. Achtung. Ja, so können wir auf dem auch laufen. Ich meine... Schön und gut. Ich gehe nochmal nach drüben. Okay, aufgepasst. Nochmal hier einen legen. Und das Orangene hier drüben. Das war blöd. Okay, nicht genug Schwung aufgebaut. Das heißt... Oh Gott, ich muss wirklich nachdenken. Ja, ja, laden, laden, laden. Sehr viele Ladebildschirme hier. Muss man anmerken. Hier nach drüben. Dann muss das Blaue nochmal hier nach oben. Dann kann ich nochmal hier Schwung aufbauen. Dann hier durch. Und das Blaue hier hinlegen. Aber die werden dadurch ja nur schneller. Das Ding wird dadurch schneller. Ich komme ja hier nicht durch das Glas durch. Ich hatte ja die Überlegung, dass ich hier nochmal genug Schwung aufbauen muss. Ich muss ja im Endeffekt an den Block kommen. Oder wir legen einfach hier ein Portal rein. Hey. Hauptsache wieder kompliziert gedacht. Mensch. Ach, das kann ich ja gut. Einfach übertrieben kompliziert denken. Danke, Spiel. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Wie ich immer einfach manche Materialien hier übersehe. Echt toll. Ups. So, jetzt. Okay. Dann nochmal hier eins. Ach, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich wollte die ganze Zeit irgendwie, ne, dieses Ding hier einschmieren mit dem Gel.